Was geht ab, Freunde der Nacht? Heute ist Halloween und es gibt keinen besseren Tag im Jahr, um ein Gruselvideo zu machen. Ihr habt doch sicher schon mal eine Gruselgeschichte gehört, oder? Denn heute habe ich 10 Gruselgeschichten für euch, die auf wahre Begebenheiten basieren. Ja, Freunde, das ist wirklich ein krankes Video. Fangen wir an für die... Hallo? Fangen wir an mit Gruselgeschichte Nummer 1. Der Körper in der Wand. Während Renovierungsarbeiten hat ein Bauarbeiter, als er eine Wand aufgerissen hatte, ein Skelett von einem toten Menschen gefunden, was ihn auch noch angestarrt hat. Nun ja, diese Geschichte passierte wirklich. Denn 2011 haben Bauarbeiter in Louisiana während Renovierungsarbeiten der National Bank im zweiten Stock das Skelett von Joseph Schneider gefunden. Joseph Schneider war ein Dieb, der zu damaliger Zeit schon seit 27 Jahren vermisst wurde. Es wird halt angenommen, dass er damals versucht hatte, durch den Kamin irgendwie in die Bank einzubrechen und dann halt einfach feststecken blieb. Holy shit, der arme Typ. Seit 27 Jahren ist er vermisst in dieser Wand. Klingt verrückt. Kommen wir zu Geschichte Nummer 2. Die lebendig begrabene Frau. Diese Geschichte handelt von einer alten Frau, die fälschlicherweise für tot erklärt wird, dann in einen Sarg gesteckt und begraben wird. Nachdem ihr Körper dann enterdigt werden soll, finden die Familienmitglieder Kratzspuren am Sargdeckel. What the fuck? Das ist wirklich eine kranke Geschichte. Und auch diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Sogar auf sehr viele wahre Begebenheiten. Denn voreilige Begräbnisse waren im 19. Jahrhundert nicht wirklich ungewöhnlich. Es gibt über 200 erwiesene, dokumentierte Fälle, wo Menschen voreilig begraben wurden. Oh Mann, Leute, stellt euch vor, ihr wacht eines Tages einfach so random auf und seid in einem Sarg eingesperrt. Und versucht euch dann irgendwie so zu retten. Holy shit, das ist wirklich creepy. Der damalige medizinische Standpunkt war halt noch nicht so fortgeschritten wie heutzutage. Gott sei Dank passiert sowas heutzutage nicht mehr. Geschichte Nummer 3. Der Tote im Bus. In dieser Geschichte ist ein junger Mann einfach so im Bus gestorben, aber es hat einfach keiner mitbekommen und die Leute haben einfach angenommen, dass er einfach nur schläft. Erst am Ende der Schicht hat dann der Busfahrer den Jungen gecheckt und erst dann bemerkt, dass der Junge eigentlich tot ist. Klingt verrückt, oder? Nun ja, auch das basiert auf einer wahren Geschichte. Ich klinge schon fast wie Jonathan Frakes. Aber die echte Geschichte dazu ist noch ein Ticken schlimmer. Denn 2011 sind zwei Männer namens Robert Young und Mark Rubinson zu ihrem Kumpel gefahren, um einmal richtig Party zu machen. Ich würde jetzt eigentlich sowas einbauen wie du, aber da das ja ein Gruselvideo sein soll, mache ich das nicht. Das Ding ist, die beiden haben ihren Kumpel tot zu Hause aufgefunden, haben aber nicht bemerkt, dass er tot ist und haben einfach nur gedacht, dass er schläft. Also packten sie ihn in den Rücksitz und gingen sich besaufen. Sie haben die ganze Zeit nicht bemerkt, dass ihr Kumpel tot im Rücksitz liegt. Und dazu haben sie auch noch seine Kreditkarte und sein Portemonnaie benutzt. Was sind das denn für scheiß Freunde? Kommen wir zu Geschichte Nummer 4. Käfer im Gehirn. Das ist wirklich mit Abstand das ekligste, was ich je gehört habe. Denn es geht in dieser Geschichte um eine Person, die ständig unerträgliche Schmerzen im Ohr hat. Nur um dann während einer Untersuchung festzustellen, dass diese Schmerzen von Käfern verursacht wurden, die sich irgendwie im Kopf eingenistet haben. Aber ja, auch das passierte wirklich. Die 27-jährige Rochelle Harris kehrte 2013 aus einem Peru-Trip nach Hause zurück und hörte seitdem Kratzgeräusche in ihrem Kopf. Kratzgeräusche. Nachdem der Schmerz immer heftiger wurde, ließ sie das Ganze untersuchen. Und die Diagnose vom Arzt war, eine Familie von 8 fleischfressenden Maden hatte sich tief in ihrem Ohrenkanal eingenistet. 8 fleischfressende Maden! Das ist aber nur abartig und eklig. Kommen wir bitte direkt zum nächsten. Nummer 5. Anrufe von den Toten. In dieser Geschichte bekommt jemand ständig Anrufe von Familienmitgliedern, nur um dann festzustellen, dass diese bereits tot gewesen sind, als die Anrufe stattgefunden haben. Ja, auch das ist wirklich passiert. Denn 2008 starb Charles Peck an einem Zugunglück, wo insgesamt 25 Personen ums Leben kamen. Traurig, oder? Familienmitglieder von ihm haben insgesamt 35 verpasste Anrufe erhalten. Alle geschahen allerdings, nachdem er gestorben ist. Was ist da geschehen?
Die Kreatur in der Toilette. Okay, diese Story ist die zweitekligste. Es geht um einen Mann, der mitten in der Nacht im Halbschlaf aufs Klo gehen möchte, um sein Geschäft zu erledigen. Nur um dann von einer fucking Riesenratte, die sich im Klo versteckt hatte, in den Arsch gebissen zu werden. Yep. Genau das passierte in echt. 2007 geschah das dem Amerikaner Ian Meyer. Der Ratte gelang es irgendwie durch die Kanalisation in seine Toilette und tja, dann hat sie halt irgendwas gesehen dort oben und dachte sich, da werde ich jetzt einfach mal reinbeißen, sieht wie Käse aus. Oh Mann, diese Geschichte macht mich wirklich paranoid. Ich werde jetzt nie wieder normal aufs Klo gehen können. Geschichte Nummer 7. Das Mädchen im Schatten. Diese Geschichte ist nicht eklig, aber dafür die creepigste von allen. Denn es geht um einen Mann, der sich zu Hause ständig beobachtet gefühlt hat und Jahre später dann erst herausfand, dass eine weitere Person heimlich in seinem Dachboden gelebt hatte. Sowas ähnliches passierte einem Japaner, der in Amerika alleine lebte. Dieser bemerkte nämlich, dass ständig Essen verschwand und Gegenstände ihre Position änderten. Er installierte also deswegen eine Undercover-Kamera und stellte dann fest, dass eine obdachlose Frau in seinem Küchenschrank gelebt hatte. WTF. Sie hatte sich halt manchmal rausgeschlichen, um ein bisschen Essen zu sneaken und sogar um zu duschen. Das Creepigste an dieser Geschichte ist allerdings, dass während er sich das Videotape ansah, sie nur wenige Meter neben ihm versteckt im Wandschrank war. Das ist krass. Leute, am besten wir checken alle mal unseren Küchenschrank. Geschichte Nummer 8. Der Killer-Cop. In dieser Story geht es um einen Cop, der an Türen klopft und den Leuten erzählt, dass sich ein Killer hier irgendwo rumtreibt. Und nachdem die Leute ihn reinlassen, stellt sich dann raus, dass er eigentlich der Killer ist und die Leute dann abschlachtet. So eine ähnliche Story passierte Carol Derange in einer Bibliothek. Ein Polizist ist auf sie zugekommen und hat behauptet, dass jemand versucht hatte, in ihr Auto einzubrechen. Dieser Polizist war allerdings ein damals gesuchter Serienmörder und sie war halt einfach nur sein nächstes Opfer. Carol ist ihm aber auf die Schliche gekommen, als er versucht hatte, ihr Handschellen anzulegen. Und ja, sie hat das Ganze auch noch überlebt. Ich würde sagen, sie hat einfach mal richtig Glück gehabt, oder? Oder sie war einfach nur smart. Ich meine, mich hätte er wahrscheinlich erwischt. Ich hätte gedacht, wo? Wo denn, Herr Polizist? Och, Sie wollen mir Handschellen anlegen? Okay. Okay. Nummer 9. Trink nicht dieses Wasser. Ein Mann zieht in sein neues Zuhause und muss dann leider feststellen, dass das Leitungswasser irgendwie schwarz gefärbt ist. Und am Ende stellt sich raus, dass das aufgrund von Überresten einer Leiche im Wassertank passiert ist. Und genau das geschah vor 3 Jahren, also 2013, in einem Hotel in Los Angeles. Dort wurde nämlich ein fast schon verflüssigter Körper in einem Wassertank gefunden. Und das Eklige ist, das komplette Hotel wurde von diesem Wassertank mit Wasser versorgt. Das ist wirklich verdammt eklig. Es hat sich herausgestellt, dass das der tote Körper eines kanadischen Studenten gewesen ist. Und dieser Typ wollte einfach nur dort Urlaub machen. Keiner weiß, wie er gestorben ist und wie er dort reingekommen ist. Der arme Typ. Und die armen Leute, die das Wasser benutzt haben und was getrunken haben. Das ist eklig. Kommen wir zur letzten Gruselgeschichte, die eigentlich wahr ist. Der Nierendieb. Das hier ist wirklich eigentlich eine berühmte Story. Es geht um eine Person, die unter Drogen gesetzt wird und irgendwo in einer Badewanne blutüberströmt aufwacht und feststellt, dass er Narben am Körper hat. Und zwar genau dort, wo die Nieren eigentlich sitzen. 2008 geschah genau das Mohammed Salim, einem indischen Bauarbeiter, dem erzählt worden ist, dass er für einen neuen Job beauftragt wurde. Und als er dann ankam, wurde er bewusstlos geschlagen, unter Drogen gesetzt und wachte dann auf einem Stahltisch irgendwo auf und seine Nieren wurden wegoperiert. Mann, dieser arme Typ, das ist wirklich heftig. Und das Schlimme an dieser Story ist, dass das heutzutage immer noch passiert. Der Schwarzmarkt für Organe ist wirklich verdammt real, Freunde. Passt also auf euch auf, während ihr verreist. Besonders in Peru solltet ihr aufpassen und dort solltet ihr Ohrenschützer tragen. Ihr wisst wieso, oder? Piu! Das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch den Tag mit diesem Video hier ein bisschen versüßen oder etwas saurer machen. Hoffentlich bekommt ihr keine Albträume von diesen Stories. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann gebt einen Daumen hoch und schickt es an einen Freund weiter, damit der auch an Albträumen leidet. Addet mich auf Twitter und Instagram. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns. Happy Halloween und noch einen schönen Tag. Huhu! Oh yeah.